Moin Moin, da sind wir wieder. Der liebe Thomas ja. Und der Arne mit Poké-MMO. Genau. Weiter geht's. Wir haben hier Sergeant, Leutnant, irgendwas besiegt. Blitzküll. Blitzküll. Jetzt weiter gehen Osten oder was? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt das Fahrrad. Das Fahrrad, ne? Das Fahrrad. Ja, da fahren wir mal dahin. Müssen wir da lang, hier in Norden und dann links, ne? Glaube ich. Weil könnte man nicht, geht nicht irgendwie Schnellreise, weil dann könnten wir uns mal die Karte von ganz von Anfang nochmal holen, von der Schwester von... Das kommt erst später mit der Schnellreise, also es dauert noch ein wenig. Okay. Ja, ist mir scheißegal, was du bist und was du willst und... Ich will die Straßen sind geschlossen. Ach nein, da können wir nicht durch. Dann müssen wir durch den unterirdischen Gang. Ich bringe jetzt nochmal eben Cut meinem Ding bei. Do this. Ich flitze hier gerade durch den Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Lauf weiter. Das. Dann kann ich mich mein Bellsprout, mein Knuffenser wieder ablegen. Mhm. Da, 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 da. Alter, der ist sogar mal ganz schön wie hart. Haha, jetzt können wir nämlich hier durch, weil wir haben jetzt ein Schnibbidi-Schnapp. Dass er mich immer fragt, ob ich das jetzt schneiden möchte, der kann das einfach durchschneiden und dann ist gut. Tja. Wo ist denn hier der Bicycle-Dealer? Ich glaube, das ist der da oben, ne? Früher musste man immer erst ins Menü gehen, das Pokémon auswählen, Zerschneider auswählen. Ach, und dann. Ach du Scheiße. Finde ich das so schon besser. Who can give me a... Ah, hier. Hey, Bicycle-Dealer. Ich will nur... There are 9 million bicycles in Beijing. Ah, nee, das darf ich gar nicht singen, ne? Was darfst du nicht singen? Das ist die mit den Bicycles in Beijing. Keine Ahnung, wo ist mein Fahrrad? Da. Hughes. Kann ich nur draußen benutzen, oder? Ich möchte jetzt Fahrrad fahren. Haha. Hui. Gibt es da vielleicht eine Quick-Auswahl? Das wäre ganz cool eigentlich. Ne? Ja, nach Quatsch, scheiß drauf. Wir waren in dieser einen Höhle noch gar nicht drin, ne? Welche meinst du? Ich bin jetzt very fast hier. Genau, ich leg noch eben meinen Knuffenser ab. Watch out! Here I come! Ah, da kannst du auch damit runterjumpen. Wie steigt man davon wieder ab? Wahrscheinlich einfach nochmal. Nochmal usen? Ja. Ah, ja, ist klar. Oh, jetzt bin ich noch voll langsam. Ah, der Baum ist schon wieder nachgewachsen. Herrgott, sei nur rummuddelig. Ja, immer wenn du irgendwo reingehst. Was ist ein Scheiß ist das? Was ist das? So, du kannst uns jetzt mal sagen, wo es weitergeht. Weiß ich nicht. Hey, die springen einfach rüber. Ja, warte mal. Schneid den mal nicht durch den Baum. Ja. Zack. Mit dem Fahrrad kannst du springen darüber? Ja, wenn ich den durchgeschnitten habe, du aber nicht, dann sieht das für dich aus, als würde ich drüber springen. Und ich wollte da jetzt schon rüberspringen, jetzt muss ich ja doch schon durchschneiden. Nee. Ich mach mal Doppelklick. Das ist mal blöd. Trainer-Tipps. A Pokémon can be made to hold an item. Ah, das ist wieder Plasma Boy. Hey! Hello, Plasma Boy! Wo willst du eigentlich hin? Ich renn hier runter. Und kämpfe ein bisschen gegen Random, gegen Pitch Gay. Der kriegt jetzt sowas von Stein in die Fresse, ey. Das ist so geil, wenn man... Siehst du mich hier langfahren? Ja. Ich kann den Michael Jackson Move, lalalala, mit meinem Kopf. Voll geil. Plasma Boy. Muss ich jetzt noch wieder durch den Geheimgang, oder was? Also nicht. Ich geh einfach mal durch. Du findest den Weg. Ich bin ein bisschen müde. Angus auf Wegsuche. Oh.
Also wir konnten, unten war auf jeden Fall rechts noch so ein Haus. Wo war rechts unten ein Haus? So ein Durchgang, denkens wieder. Da, wo wir vorhin gegen die ganzen Trainer gekämpft haben. Okay. Ich benutze mein Fahrrad einfach nicht. Ich bin so ein gewohnter Fußgänger. Ja, hier. Und dann beim Kai vorbei, rechts. Mhm. Und hier ist eine Höhle. Hallo, da waren wir schon dran. Ja, stimmt. Da hast du recht, da waren wir schon drin. Hier, da ist das Haus. Da gehe ich schon mal rein jetzt. Mal gucken, was da sagen. Hallo! Quatsch mich nicht voll. Ich bin durch. Ah, hier war gerade noch Wald. Oh, hier ist so ein dickes irgendwas. Wer bist du denn? Hallo? A Pokémon is sprawled out in a deep and comfortable table slumber. Ja, und jetzt? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wie krieg ich das da weg? Aha, kann ich nicht sagen. Weißt du doch. Sag mal, wie geht das? Kann ich dir nichts sagen. Kann ich da mit meinem Fahrrad rüber? Genau. Mit dem Fahrrad kannst du den Ding machen. Du musst nur Anruf nehmen. Gucken, ob was er macht. Los, zeig mir, wie das geht. Mann mit. Dann geht wieder weg. Thomas, wie geht das jetzt? Ja, dann ist das wohl nicht der richtige Weg. Ah, ist wohl nicht der richtige Weg. Da bist du. Hast du da diesen Stein schon angesprochen? Ich habe eine Escape-Rope gefunden. Nein! Ein Fluchtseil. Escape-Rope. Ich muss kämpfen gegen ein irgendwas. Jozi. Oh, tschüss. Oh, ich bin müde. Na? Why are you müde? Weiß nicht. Mittagszeit, ich muss schlafen. Bist du ja. Hier geht nicht lang, da geht nicht lang. Hier, da geht nicht lang. Ich folge dir einfach mal. Nein! Wie schnell ich bin, ey. Krass, ne? Er sammelt mich immer voll, dass ich hier nicht durch kann. Dann kannst du ja nicht durch. Oh, wait. Da in der Mitte ist übrigens eine Stadt, ne? Road ist geclosed. Ja, da will ich ja hin. Jetzt können wir aber nicht hin. Was machen wir denn jetzt? Verdammte Axt. Suche den Weg. Ich kenne den Weg ja schon. Lalalalalalala. Ich überhole dich mal. Nix da. Doch, bei mir habe ich dich überholt. Ja, bei mir aber nicht. Haha. Was ist das für eine Hütte hier überhaupt? Da, da musst du nicht reingehen, da sind Pokémon-Züchter drin. Ach so. Dragon Fusion heißt der. Haha, hier geht's weiter! Ja? Das hattest du mir auch mal gesagt, glaube ich. This tree looks like it can be cut. Hui, like hui. Willst du nicht die Trainer besiegen? Na, erstmal gucken, was hier kommt. Okay. Ich bin doch gerade so schnell unterwegs. Nimm ich meinen Schillock und kämpfe jetzt. Mach doch. Einfach mal. Ha! Ich weiß, wie man ganz schnell das Fahrrad einsetzen kann. Ja? Du kannst es in deinen Hotkey-Bar oben links legen. Jo. Ach, ja, stimmt. Ach, guck mal, hier kommt eine Höhle wieder. Donnie, ist eine Fabrik! Eine Fabrik? Ja. Da können wir aber auch noch nicht hin, ne? Nee. Es geht noch nicht. Oh, was denn los, ey? Jetzt meinst du erstmal den ganzen Trainer hier umklatschen, wa? Dann fangen wir mal vorne an. Scheiße, wie komme ich da wieder hoch?
Oh, wie geht denn das? Ach, da. Einmal außenrum. Ja. Wir sind hier noch ein paar andere Trainer gegen, die du sonst erst kämpfen könntest. Musst du nicht vorne anfangen. Ich will aber vorne anfangen. So, und hopp. Das kann ich mir, mach ich back und dann ziehe ich mir das da einfach rein oder was? Da kannst du jetzt dein Simsala nehmen. So. Genau, jetzt hast du es links das F1. Ja, ist klar. Ja, hier, komm. Simsala? Hm. Ach, Alakazam. Genau. Ich kann ja auch einfach mit dem Dude Steine in die Fresse schmeißen. Oh nee, und das mag ich überhaupt nicht. Magnitude, Pflanzen-Pokémon, ist doch voll effektiv. Ja, aber Pflanzenattacken sind auch effektiv gegen deinen Dude. Ja, macht nix. Die fallen ja so schnell um. Ja, ich kämpfe gerade mit meinem Törtchen. Ach so, Törtchen. Plopp, und weg ist er. Der hat 4 doofe Pokémon. Oh, Level 28 für meinen Golem. Ich nenne ihn weiterhin Dude. Ich finde, Dude, das passt besser irgendwie. Haben wir eigentlich... Uns fehlt noch eine VM eigentlich. Ey, was? Eine VM. Was ist da VM? Eine... Hier, HM heißt das hier, glaube. Sowas wie Zerschneider. Ach so. Weil ich frage mich gerade, wo wir die nochmal herbekommen. Ich weiß nicht. Bum, 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 bum. Ich hab den besiegt. Ich geh mal tief in dich. Boah, great, I was bored, ey. Oh, Alter, ich bin grad zu müde. Ist das schlimm. Hiker Jeremy would like to battle. Boah. Machen wir. Den machen wir doch schnell platt, wa? Mashop ist kaputt. Mashop. Onyx. Onyx. Oh, Stein gegen Stein hier. Komm. Das ist wahrscheinlich nicht effektiv, oder? Doch, super effektiv sogar. Zack. Fertig. Seismic Toss. Hiker Jeremy ist kaputt. Ich habe übrigens gerade mal bei Amazon geguckt. Ja? Die haben nur Scheißspiele. Also die haben Rezensionen sind durchweg schlecht bei den paar Spielen, die sie für die Wii auf den Markt gebracht haben. Welche sind das denn? Keine Ahnung, wie die jetzt genau hießen. Irgendwie eins ist Pikachus A, großes Abenteuer oder so, aber das muss ich nicht unbedingt haben. Da habe ich mir geguckt, die anderen Konsolen leider auch nicht. Also wenn dann für Nintendo DS bzw. 3DS, ne? Hm. Aber sowas habe ich nicht und sowas lässt sich, glaube ich, auch schwer aufnehmen. Oh, Shabanda. Ein Feuergolem. Ein Feuer, Pokémon. Oh, Alter. Mein Gehirn fährt gerade langsam aber sicher runter. Ja, es ist ja schon spät. Nein, es wird nicht spät. Es ist 5 vor 1, Mittag. So, hier. Level 29. Oh, ich habe Rollout gelernt. Soll ich das wohl nehmen? Anstatt Tackle zum Beispiel? Ah ne, Tackle hat mehr Power. Du musst es nicht nehmen. Ich habe es nur mal genommen, um es zu testen. Aber Cancel, so. Will ich nicht. Chamber Chris. Camper Chris. Ach ja, die Camper wieder hier. Hallo, du. Hast du immer schon mal einen Blick ins Gras geworfen, was wir hier so fangen können? Nee, noch nicht. Ganz rechts kann man ein Elektro-Pokémon fangen an. Ich überlege, ob ich mir das hole. Ich brauche keins mehr. Ich habe Pikachu. Ja, ich mag Pikachu einfach nicht. Ja, ich am Anfang war ich auch sehr kritisch mit ihm, aber mittlerweile sage ich, komm. Geht doch. Oh, ein Insekten-Pokémon, so eine Mega-Wespe. Oh, das war's schon. Beedrill. Beedrill. Oh, 647 Erfahrungspunkte. Hammer geil. Und noch so eins. Wissen wir, was wir zu tun haben? Stein in die Fresse! Also ich kämpfe jetzt mit meinem Sherlock auf jeden Fall. Ich mag... Oh, Alter. Entschuldigung. Ich mag den Dude gerne.
Ja, du darfst nicht nur ein Pokémon trainieren, das ist das. Ja, dann nehme ich jetzt auch mal mein chilliges Chillock. So. Aber wenn ich das so gerne mag. Kann ich ja nichts für. Nö. Ja. Ja, wieder. Ich kann nur einen machen. Plasma Boy heißt hier wieder. Plasma Boy, geh mal auf YouTube, such nach den Schlongsen, kannst du dir das angucken. Also schreib ihm das doch. Ne. Ach, komm schon. Keine Lust, jetzt will spielen. So, ein Worthörtchen hier gegen so eine schwule Ratte. Ich guck mal hier im Gras. Ja. Wow. Ein Sparrow. Plasma Boy. Water Turtle used Water Gun. Pew. Water Gun. Ja, super effektiv ist das. Und weg ist er. Schlange. Schlangen beißen. Ich bring meinen. So, Level 30. Zack, zack. Jetzt gehe ich mal ein Stückchen weiter. Gen Osten. Gen Osten. Ja. Plasma Boy schreibt XD. Ja, weil er sich darüber freut, dass er uns wieder gesehen hat. Ja? Ja. Das muss es sein. Das muss es sein. Das ist die Lösung aller Fragen. Wie heißt es noch? 42, glaube ich, war das, ne? Ja. Mit dem Supercomputer. Der Film ist einfach nur geil. Mit dem pangalaktischen Donnergurgler. Sie haben Handtücher. Den gab es sogar mal eine Zeit lang. Oder ich glaube, den gibt's. Nee, ich glaube, die Bar gibt es nicht mehr. Es gab mal eine Bar in Oldenburg. Da gab es das Getränk. Ja? Ja, den panagalaktischen Donnergurgler. Da durfte auch jeder immer nur einen von trinken am Abend. Ja? Ja, wenn du ihn getrunken hast, wusstest du warum. Was ist da denn drin? Keine Ahnung, ich glaube, die haben einfach mal das war ein halber Liter, also ein großes, richtig großes Glas, und ich glaube, die haben einfach mal so gut wie alles, was sie in der Bar stehen haben, da reingekippt und dann noch irgendwie so ein bisschen lecker Soda oder sowas. Und dann. Alter Schwede. Absinth mit Soda. Ja, Absinth und Whisky. Obwohl, das ist nicht. Also, es ist nicht. Schmeckte, aber am schlimmsten finde ich ja, wie heißt es noch? Hier, alles mit Cola. Das ist. Weiß ich gar nicht, wie der richtig heißt. Ich nenne den immer nur alles mit Cola, weil die halt Cola nehmen und alle möglichen Schnapssorten da so willkürlich, habe ich das Gefühl, da reinkloppen. Und nennen das dann ein Cocktail. In Griechenland im Urlaub waren wir mal in einer Cocktailbar, da gab es den All-American Thunderfucker. Okay. Alter, ich weiß auch nicht mehr, was da drin war. Willst du es wissen? Ich glaube, wir googeln das mal. Ach, übrigens, was ich ja noch vergessen habe zu erwähnen. Thomas hatte recht mit der Folge. Ja, es ist... Jetzt ist welche Folge, Thomas? Ich frage jetzt immer nicht, du weißt das. Wir nehmen jetzt die Folge 20 auf. Ja, Folge 20. Habt ihr es gehört? Es ist Folge 20. Genau. So ein Scheiß. Ja, aber ich glaube sogar, der Plasma Boy hat erkannt, dass ich Deutscher bin, weil mein Name Mittwoch ist. Kann das sein? Nein. Ich hätte mich da vielleicht Wednesday. Du hättest dich German Potato nennen müssen. Ja, genau. Dann hätte er es vielleicht erkannt. Oder Crowd. Control. Oh, weiß ich, ich bin gerade planlos. Megakick, bringt das was? Irgendwie gibt es hier keine Elektro-Pokémon zu fangen. Ich besiege noch dieses Sandama und dann. Sandan. Und dann. Empfange ich nochmal ein wildes Pokémon. Ja. Und dann mal gucken. Ein wildes Pokémon. Es ist ein Rattan. Ich mag dich nicht, Rattan. Das bedeutet. Habe ich ein Glück, ey. Mein Törtchen ist fast gestorben. Oh. Aber. Wo
muss nochmal. So, jetzt ist es wieder fett wie ein Turnschuh. Tada, ich gehe einfach hier ins Pokémon Center. Au! Folge ist zu Ende! Ja? Nee, den einen Trainer mache ich noch. Und dann ist zu Ende. Haha, und bla bla bla. Die Fresse, Kind. Gut, dann gehe ich. Dann empfange ich doch nochmal ein wildes Pokémon, während du den Trainer platt machst und gehe danach ins Pokémon Center. Okidoki. Schon wieder ein Rettern. Hiker Bryce. Oh. Da erinnere ich mich an was. Ein Dude. Dude mag kein Watergun. Ja. Das habe ich in der ersten Höhle gelernt. Level 24 ist mein War Turtle jetzt. Oh, ein Voltoball. Ich will aber keinen Voltoball fangen. Was hast du denn so in deiner ersten Höhle gelernt? Thomas! Ich hier Grillen zirpen. Grillen zirpen. Das muss ja spannend gewesen sein in deiner ersten Höhle. Wie alt warst du noch? 13 hast du gesagt, ne? Ein Gentleman schweigt und genießt. Ja, am Arsch, du bist aber kein Gentleman. Nicht am Arsch. Du bist... Im Arsch. Okay. Bleib mal beim Schweigen. An Arsch. Und genießen. An Arsch. An Arsch. An Arsch. Anarchie. Ah, wie sie einfach alle hier fertig machen, ey, mit meinem übelsten Pokeskill. Oh, endlich gibt es was zu lachen. Ah, das war schon ein bisschen langweilig hier, aber jetzt ist es alles wieder lustig. So, als würden wir sagen, wir würden blopsen. Ja, blopsen. Fail-Freitag. Wir müssen eigentlich mal wieder aufnehmen für, ne? Ja. Das Witzige ist ja, wir können das ja nicht kontrollieren. Wir haben ja auch durchaus Zeiten, wo wir immer gut sind. Ja. Und dann können wir das ja nicht als Fail-Freitag. Aber diese eine Folge damals, das war echt, wir waren alle so übelst schlecht. Und das mussten wir einfach hochladen, damit man einfach auch mal die Kehrseite sieht von den ganzen Pro-Gamern, die da so 100 zu 0 Kills raushauen oder weiß der Geier was. Ja, das machen die aber auch nicht immer, ne? Nein, aber das laden die halt hoch und wir haben einfach mal gezeigt, wie man das Spiel auch Spaß haben kann, ohne gut zu sein. Indem man einfach mal sich drüber amüsiert, dass man total schlecht ist. Vor allem davor und danach waren die Runden ja gar nicht so schlecht. Ja, ich hatte zwar, glaube ich, eine negative KD, aber... Ja gut, bei Herrschaft darf man auch eine negative KD haben. Ja, ich spiele auch eh lieber Battlefield und rät's Leute und krieg dadurch Punkte. Oh nein, ich wollte ja nur gegen einen Trainer kämpfen, ne? Ja, im Affekt den zweiten schon mal. Aber der hat hier einen Dude, das geht schnell. Bin gleich durch. Ja, dann mache ich den jetzt so fertig. Ja, mach mal, komm. Ja. Komm, machen wir mal eine Folge, eine ganze Stunde. Ja, oder 3, 4. 5 Stunden Folge. 6, 7, 8. Drei Tage durchzocken. Der hat auch nur einen Mauzi. Oh, Rapid Spin. Soll ich das benutzen? Es hat ganz wenig Power. Musst du nicht nehmen. Nee, mach ich auch nicht. Jetzt kommt hier ein Onix. Ich glaube, mein Törtchen ist jetzt auch Level 25, glaube ich, gerade geworden. Oh. Kann das jetzt sich weiterentwickeln? Level 36 ist. Oh. Oh, kritischer Treffer beim Onix. Super effektiv. Boom, gewonnen. Ich glaube, ich habe alle Trainer. Alle? Ich glaube schon. Ich habe noch nicht alle weggehauen. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe alle. Haha. You beat me fair. Ja, this is what I'm doing, was doing. Ja, dann würde ich sagen. Fahrrad fahren. Machen wir hier mal einen Cut. Ja. Oder? Warte, ich will mal kurz was gucken. Oh Mann, ich bin gegen die Gegend gefahren. Und nächste Woche gehen wir dann durch die große Höhle. Nächste Woche? Ja. Folge 21 kommt am Montag wahrscheinlich, denke ich mal. Ach so, ja gut, dann wenn das jetzt nicht stimmt, tut's mir leid, aber ein schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss. Schlaf gut.